Hoş geldiniz bei Kfz Putzi. So oder. Blalala. 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 Neandertaler Sprache, die habe ich vor kurzem gelernt. Ich bin zu viel auf TikTok unterwegs. Die Hirnzellen sind abgestorben. Hoş geldiniz bei Kfz Putzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's um meinen BMW E39. Der steht ja aktuell bei Ahmed und dahin fahren wir gleich auch hin. Der wird lackiert. Ein paar Stellen. Jetzt gehen wir nicht hin und gucken, ob er jetzt was gemacht hat. Das ist ja ein paar Tage her. Also, weil er hat mir noch keinen Preis gesagt. Deswegen will ich den auch nicht stressen. Sonst wird's teurer. Ich hole nur ein Auto ab. Weil Kai hat gesagt, Yunus, ich habe ein riesen Paket für dich. Besorgt einen Bulli oder so, komm rum und hol die Sachen ab. Bin gespannt, was er für mich hat. Im letzten Video habt ihr natürlich fleißig kommentiert, wie immer. Dankeschön dafür, Ehrenmänner. Darunter immer geschrieben, Yunus, ein Paket. Ihr habt recht, ein E39 mit M-Paket sieht richtig geil aus. Ich bin voll eure Meinung. Aber ein M-Paket original zu bekommen, sehr schwer, sehr teuer. Und wenn ihr welche findet, in keinem guten Zustand. Da ist das Problem. Und ich habe wieder keinen Bock, irgendwie was Kaputtes zu kaufen, wieder hinzubekommen. Kein Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, und Zubehör M-Paket bin ich nicht so der Freund, ehrlich gesagt. Ich selber habe mal irgendwann eins eingebaut bei meinem E39 und ich muss sagen, ich war super, super zufrieden. Der hat super gut gepasst. Sogar die Leute, die dieses M-Paket herstellen, haben meiner Meinung nach ihre Qualität verloren. Anscheinend. Warum? Weil ich immer wieder sehe, bei Leuten vom Zubehör M-Paket umrüsten, die sehen alle nicht gut aus. Bestes Beispiel, ich verlinke euch unten ein Video, Sophia heißt die, glaube ich, die Dame, die hat aktuell bei ihrem 523i ein M-Paket umgerüstet. Schaut euch das an, das Ding passt von vorne bis hinten nicht. Ich fand es richtig cool, dass die Frau ehrlich geblieben ist und das Ganze auch gezeigt hat. Finde ich geil. Ne? Könnt ihr euch gerne mal reinschauen. Ich bin in Bochum angekommen und wir gucken uns sofort mal den Fünfer an. Was der macht. Bin mal gespannt. Bochum angekommen und ich suche jetzt den Ahmed. Hier. Ach, der Ahmed Habe. Wo bist du hergekommen hier? Ist mein Auto schon fertig? Oh, sicher. Echt? Ja, klar. Du bist der Beste. Ja, fertig, ja, natürlich. Ivo. Fertig mit der Welt. Schön, ist ja schon fertig. Ja. Die Stoßstange ist ab, das passt doch schon. Ja, dann Ferrat. Wie geht's dir, Ferrat? Alles gut? Alles gut, aber dir? Auch gut. Arbeitest du nicht so viel? Nein, nein. Hallo, Dame. Ich brauche einen Kenny. Ja, kriegst du. So, ich brauche einmal ganz kurz den Schlüssel, dann komme ich auch gleich wieder. Und wann ist der fertig hier? Ach, die vordere Stoßstange hast du auch schon abgemacht? Ja. Ey, darf ich die vordere Stoßstange mal anschauen? Wie sieht der aus? Schwarz. Der wurde schon hier repariert, ne? Mhm. Aha. Gut, ich wollte mir das nur anschauen. Soll ich eine Stoßstange besorgen? Klar. Okay, also hinten aber nicht nur vorne. Guck ich mal, was ich machen kann. Alles klar. So, hast du einen Schlüssel von Kelly? Ja, komm. Kann ich ihn morgen abholen, Abi? Nee. Heute Abend, 18 Uhr. Okay. Alle, ich habe nur 18 Uhr was zu tun. Könntest du den um 17 Uhr fertig haben? Ja, 17:30. Danke, ich komme dann gleich wieder. Also. Los, Kenny. Ach, schön, alles leer. Gut, super. Ach, Werkstattwagen. Liebe ich doch, diesen Gestank. Biologisches Auto hier. Ich spüre alles hier. Hä, warum bin ich denn hier hingefahren? Ich war doch schon dort. Ja, Kai habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich schon, den wiederzusehen. Plus, ihr glaubt es nicht, ich war noch nie bei ihm. Das erste Mal. Wir werden jetzt mal seine Firma kennenlernen, was er alles hat. Wird sehr interessant. Und er hat sehr viele Sachen. Und sehr viele gute Sachen. Gut. Ich bin jetzt auf dem Weg dahin. Ist auch nicht mehr weit. Ich war eigentlich quasi da, ich fahre jetzt eine Runde. Wollte unbedingt noch mal eine Probefahrt mit dem Caddy hier machen. Wir sehen uns gleich, wenn wir bei Kai sitzen. Wenn ich ankomme.
Handy auf oder was? Kalle ist angekommen. Das ja. Ist ja geil hier. LED. Weil ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ja. Der ist blind. Philips und Osram wollte ich vergleichen. Ja, wir machen ja mehr Osram, ne? Mhm. Philips hatten wir. Ja. Die sind super, die Teile. Die sind wirklich sehr gut. Das ist super hell. Ja. Schau mal auf die Rückseite von dem Paket, ne? Sie sagen ja so vorher, nachher. Mhm. Ja. Nee, ich habe die ja schon verbaut gehabt. Ach so, okay. Ja, ich habe auch beides verbaut gehabt, aber ich habe nie so einen Vergleich gehabt. Ich sag mal, ich schwöre schon auf Osram. Bin ja, ich ganz ehrlich. Das ist aber ein persönliches Ding. Ja. Ja, also nicht, dass hinterher jemand sagt, Osram gesagt. Ja. Blinkerbirnchen und oder Standlichtbirnchen in weiß, super. Die bietet es aber auch an, ne? Ja, aber ja. Alles im Programm, komplette Programm. Leute, ihr müsst einmal Kais Büro sehen. Das ist Wahnsinn. Und dann könnt ihr mal raten, von was er ein Fan ist. Du magst Star Wars, glaube ich. Ja, ich bin schon immer Fan. Ja, das ist ja hier nur so ein Bruchteil. Ja, und naja, was soll ich dir sagen? Was ist dein Lieblingscharakter? Mein Lieblingscharakter? Ich würde sagen Luke. Eindeutig Luke. Mein Luke, ja. Warte mal, ich muss schnell zurückspulen. Warte, was ist dein Lieblingscharakter? Boba Fett. Ja, wer meine Videos schaut, der weiß ja, dass du zum Beispiel Spurplatten verkaufst, Federn, ja. Fahrwerke komplett, sei es Gewindefahrwerk. Was hast du noch alles zu bieten? Ja, Lichter haben wir auch gesehen. Genau. Star Wars Figuren verkaufen wir nicht. Die verkaufen wir nicht. Wir haben natürlich auch die Spielsachen, das ist aber ein ganz kleiner Teil nur. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt noch mehr auf die Autoteile, auf Verschleißteile. Hm. Das heißt also, bei uns wird es demnächst Bremsbeläge geben. Ja. Stoßdämpfer haben wir schon, wirklich fast jedes Auto schon. Hm. Ja, Serienfedern, Koppelstangen, Domlager, alles was du brauchst halt, alles in dem Fahrwerksbereich. Spurverbreitung, klar, da hast du gesagt, Stoßstangen. Ja. Wir werden ganz, ganz krass anfangen mit Stoßstangen. Wir bekommen die von Jom, sind super. Haben alle ABS-Material und vor allen Dingen alle ABE. Also alle Heckschürzen, ja. Die haben keine ABE, weil die sind eigentlich nur ein 1:1 Nachbau. Ja. Ja, das heißt auch, wenn wirklich mal einer einen Unfallschaden hat, der kauft sich die fertig, weil hinten ist nichts groß Design. Ja. Ja, so, aber vorne. So, da machen wir alles in M-Look, Sport-Look. Ja, das ist ja auch jetzt, weiß nicht, wenn du ein Astra hast zum Beispiel, dann hast du ja ein anderes, aber GTC, OPC, all diese Geschichten. Und dann brauchst du die ABE. Und das ist auch und die haben wir für alle Stoßstangen, ja, für alle. Jetzt bekommen wir auch neuere E93 Modelle, ja, es kommen immer mehr Stoßstangen, ja, dieses Jahr, eigentlich wöchentlich neue Sachen. Geblinker, Beleuchtung sowieso, ja, KDS ist wirklich jetzt eine eingetragene Marke. Wir lassen dann produzieren, Domlager, Koppelstangen, ja, alles, die ganze Serienbereich. Wo kann man das denn alles sehen? Du kannst es echt aktuell, alles, das ganze Programm nur bei uns im eBay-Shop sehen unter KDS-Tuning. Man könnte das suchen auf eBay. Man kann ja nach Händlersuche gehen. Kann ich unten verlinken. Kannst du gerne machen, ja. Danke. Ja. Und der Shop wird kommen, der eigene Online-Shop. Wir haben jetzt einen IT-Mann dran. Ja. Ja. Der hat gesagt, das ist so umfangreich. Er will das auch vernünftig machen. Es wird noch ein paar Wochen dauern. Vielleicht dauert es sogar ein paar Monate. Ich kann es gar nicht sagen. Aber es ist vernünftig. Genau. Nur ein paar Tage länger. Ist die stimmt. Genau. Jetzt erzähl mal, du hast mich gerufen, du hast was für mich. Ja, ich habe dein Video gesehen, dein letztes. Ja. Und du brauchst unbedingt eine Stoßstange vorne und eine Heckschürze hinten für dein E39. Okay. Guck sie dir gleich an, zeige ich dir unten. Ja, bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Danke für den Kaffee, der schmeckt echt gut. Ja. Das sehe ich, VfR Bochum. Egal wie ich Star Wars liebe, VfR Bochum liebe ich mehr. Ruhrpott. Ich fühle mich auch verbunden mit Bochum. Ich auch. Ja. Bin in Bochum geboren. Du hast schon rausgegeben. Ja, hab ich schon rausgegeben. Das ist die Stoßstange für hinten. Das ist die Stoßstange für hinten. Genau. Für mein E39. So sieht das aus. Und das ist die Stoßstange für vorne. Ja, sehen wir jetzt schlecht, müssen wir auspacken. Ja, dann lassen wir es doch mal auspacken. Ja. Meine Frage ist jetzt, Kai, wie passgenau sind die? Also. Die sind schon sehr passgenau. Ja. Aber man muss halt jedes Formteil, ja, muss man halt auch erstmal vorher anpassen. Ja. Ein bisschen nacharbeiten musste. Ja. Muss ein bisschen füllern, irgendwo wird eine Lücke sein. Ja. Und vor dem Lackieren kann ich nur jedem empfehlen, anpassen. Nicht erst lackieren und dann anpassen. Nicht machen. Ja. Ja. Kurz anpassen, fertig. Das finde ich schon mal sehr, sehr ehrlich. Er sagt vorne rein,
ihr müsst Anpassungsarbeiten machen. Also es sind Zubehör, Stoßstangen. Aber wie ihr seht, mit ABE ist das. Ist ja, das, ABE, das ist die ABE hier drin. Können wir gleich mal drauf gucken. Ja. Genau. Hm. Das heißt, er sagt nicht, nee, das passt 100%. Wieder ein oder andere Hersteller. Aber wie ihr es im Video unten gesehen habt, passt es nicht zu 100%. Stoßstange ist natürlich, Nebenleuchten sind drin, Gitter sehe ich. Leisten hast du auch. Leisten auch drin. Genau. Ich hatte vorne. Das hier für Abschlepphaken, ne, ist ja klar, ist ja auch die Klappe dabei. Und das ist die hintere Stoßstange? Genau. Ja, genau. Das ist richtig, das ist die für Limo. Das ist für Limo. So. Das heißt, wir haben die Stoßstange vorne hinten. Ja. Super, geil. Hey Kai, wir haben jetzt zusammen Fahrwerk eingebaut. Wie wäre es denn, wenn wir das auch noch zusammen einbauen? Ja, und dann kannst du mal gucken, ob das passt genau ist oder nicht. Ehrlich, das wäre geil. Ja? Das wäre richtig cool, weil ich habe keine Chance, sowas zu machen. Ja. Ich habe dir ja gesagt, ich wollte gerne noch eine Kfz-Mechanikerlehre machen, aber du hast gesagt, du kannst mich nicht ausbilden. Ach. Weil du keine Zeit hast oder ja, keine toll, Lust. Ja. Du endest wie ich irgendwann auf YouTube und jetzt ist es schön. Nein, super, danke schön, dass du mich gedacht hast, dass du die Dinger hier zur Verfügung stellst. Ich habe noch was für dich. Ich bin mal gespannt, ob du da Bock drauf hast. Okay. Ja. Ja, ich habe es extra so ein bisschen versteckt. Ich liebe Überraschungen. Warte, ich komme. Okay, soll ich Augen zumachen? Guck mal, nee, jetzt haben wir schon hier. Guck mal. Okay. Doppelrippengrill für den Wagen. Doppelrippengrill? Doppelrippen. Das wäre doch nicht schlecht. Der Grill ist ja kaputt. Oder? Ja. Okay, guck mal. Da ist auch noch ein Schwarz. Wolltest du nicht mal lackieren? Guck mal, ist Hochglanz. Sieht richtig gut aus. Sieht geil aus. Ja. Oder? Das sieht schön aus. Ja, schauen wir auf jeden Fall mal drauf, weil das wird bestimmt schon geil aussehen. Ja, und? Weißt du, hast du Bock auf Rückleuchten? Rückleuchten? Kannst du mal angucken. Ja, also ich wollte die so wechseln. Ja. Und du hast hier Rückleuchten. Ja. Wenn ich jetzt noch ein Messer finde. Also ich wollte die so wechseln, dann bin ich mal gespannt, welche Rückleuchten. Guck mal hier. Aha. Ey, das sind die, die ich oder? Wollte. Ja. Ich wüsste gar nicht, dass du die verkaufst. Ey, wir haben eine Wellenlänge, cool. Ja doch, alles an Leuchtmaterial. Ey, das an Leuchtmittel, ne? Alles, was du kriegen kannst. So. Geil. Oder? Und natürlich auch wichtig hier wieder, ne, zugelassen. Ja, das ist natürlich das ist auch wichtig, ne? Ist wieder zugelassen. Ja, die Prüfzeichen sind halt alle auch im Glas eingraviert. Hier haben wir halt LEDs. Ja. Das ist halt Facelift, ne? Geil. Wenn du Bock drauf hast. Auf jeden Fall. Ja, du ja cool. Mein Bock. Ja, schön, ja, schön. Ne? Also wir müssen ja sowieso die Stoßstangen einbauen. Ja. Da haben wir sowieso jede Menge zu tun. Dankeschön. KDS Tuning. Also echt wenig Sprache. Also, die Rückleuchten, die wurde ich vor. Das ist Wahnsinn. Was bauen wir die ein? Tja, sag was. Mir egal. Die Jomstoßstangen sind super. Sie sind wirklich super. Und wo du dann zu mir gesagt hast, Jonas, ich habe was für dich. Ja. Und ich weiß ja, dass du Stoßstangen verkaufst. Dann dachte ich, okay, er hat das Video gesehen. Ja, klar, Stoßstangen. Ja. Hatte ich so ein bisschen Angst. Also ich habe es immer noch, ehrlich gesagt. Nein. Darum bin ich jetzt gespannt, wie das passen wird. Nein, du wirst begeistert sein. Ja, also du wirst vielleicht nicht nur hüpfen, du wirst vielleicht auch springen. Okay, dann bist du ja dabei. Ja, guck mal, alles klar. So, Kai, ja, danke schön. Ja, super. Das ein. Wie gesagt, Kai, unten alles verlinkt, eBay, ihr könnt alles sehen, was er hat. Ja. Und wenn nicht, Telefonnummer ist unten auch verlinkt, ihr könnt ihn auch gerne mal anrufen. Wir haben Support, Montag bis Freitag, ja. Manchmal muss man auch etwas mehr klingeln lassen, nicht so ungeduldig sein. Man kann auch einfach kurze Mail schicken, dauert 24 Stunden maximal, hat man eine Info fertig. Wichtig ist immer, wenn einer sagt, ich habe das Video gesehen, ich finde dich sympathisch, warum auch immer, weiß ich ja nicht. Weiß ich auch nicht. Ja. Wenn es so ist, kriegt man auch ein bisschen Prozente, das machst du ja. Kannst immer was machen. Also wenn ihr außerhalb von eBay kauft, ernsthaft, dann kriegt er immer Punkte bei mir. Kai, hast du noch was zu sagen? Nee. Danke an alle und... ich habe zu danken, auf jeden Fall. Ich freue mich aufs Video. Und ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Ehrlich. Ja. Kai, und danke schön. Ne? Ich habe zu danken. Danke. Aber ihr da draußen könnt natürlich selber entscheiden, sollen wir ein M-Paket einbauen oder nicht. Ich finde, lasst es eine Chance geben, einfach mal Originalzustand wieder zusammenbauen, Stoßstange vorne, hinten. Die rausbauen, M-Paket rein und dann lasst uns vergleichen. Was meint ihr? Oder sagt ihr, egal, auch wenn es Zubehör ist, einfach rein damit. Grill,
Mal schauen, wie das aussieht. Also alles in Schwarz hätte auch was Böses. Ne? Ich war jetzt zu Ahmed, zeige ihm noch mal die ganzen Sachen. Er wird natürlich sehr begeistert sein, weil er muss ja noch mehr Arbeit machen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz-Prinzip. Bis dann, haut rein. Ciao.